Ja, danke für die Einladung, dass ich heute hier Südtirol präsentieren kann. Wahrscheinlich kennt ihr Südtirol, wir sind ja Nachbarn. Wir haben auch sehr viel zusammengearbeitet in der Schweiz. Ich habe heute die Ehre, über unsere Geschichte im Bereich freie Software und offene Technologie zu referieren. Was möchte ich euch mitteilen? Erstens möchte ich euch mal erklären, wie Südtirol so aufgebaut ist. Was ist der Kontext? Wie schaut Südtirol aus? Ich glaube, sehr ähnlich wie die Schweiz. Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, aber darüber werden wir dann auch bei der Kaffeepause noch genauer diskutieren können. Welche Meilensteine hatten wir in Südtirol, um das zu erreichen, was wir heute haben im Bereich ICT mit freier Software und offenen Technologien? Und was sind die aktuellen Projekte? Gut, Südtirol schaut ähnlich aus wie die Schweiz. Das ist ein Foto, das mir sehr gut gefällt, weil es auf einen Blick zeigt, dass wir ressourcenarm sind. Wir sind ein kleines Land. Wir versuchen, jedes Millimeter für unsere Landwirtschaft zu nutzen und natürlich auch die Touristen anzuziehen. Das sind unsere zwei großen wirtschaftlichen Sektoren, auf denen wir aufbauen in Südtirol. Dolomiten haben natürlich mitgeholfen, UNESCO Heritage. Wir exportieren Äpfel in die ganze Welt, auch in Russland, und Wein. Ich heiße ohne Wein, das ist ein typischer Name. Ich wohne in Kalkern an der Weinstraße, also Wein kommt immer wieder vor. Und wir sind mehrsprachig, das ist ja auch etwas, was wir mit den Schweizer gemeinsam haben. Wir haben drei große Sprachgruppen, deutschsprachig, ladinisch und italienische Sprachgruppe. Im Zentrum Bozen, das ist die Hauptstadt, haben wir eine hohe Konzentration an italienischsprachigen Südtirolern. Das Grüne ist dann die deutschsprachige. Ich bin deutschsprachig als Muttersprache. Und dann haben wir eine sprachliche Minderheit, das sind die Ladiner. Wir haben auch mal versucht, ein Open Office für Ladiner zu machen. Das hat sich dann schwieriger herausgestellt, als wir gedacht hatten, denn es gibt 25.000 Ladiner und die sind aufgesplittet auf vier Sprachvarianten. Und da konnten wir uns dann nicht mehr entscheiden. Wir sind eine autonome Provinz, wahrscheinlich habt ihr alle die Wahlen in Italien verfolgt. Das ist immer auch, Entschuldigung. Das ist immer eine Zitterpartie. Wir sind froh, dass wir eine Autonomie sind, obwohl wir nicht hundertprozentig von Italien unbeeinflusst bleiben. Wir sind aber relativ wenig, wir sind nur 500.000 Bürger. Wir haben eine sehr junge Universität, seit 1997, seit 2001 auch eine Fakultät für Informationstechnik, Computer Science, und seit 2007 gibt es eine Einrichtung, für die ich arbeite, die heißt This Innovation Park. Das Ziel dieses Unternehmens, öffentliches Unternehmen, das gehört zu mehr als 60% der Provinz Bozen, der Rest ist aufgeteilt zwischen der Stadt Bozen und der Handelskammer Bozen, also 100% öffentliche Einrichtung mit der Mission, die lokale Wirtschaft, also unsere Mikrounternehmen, würde ich sagen, wir haben 90% unserer Unternehmen haben weniger als 5 Mitarbeiter, diese zu unterstützen, Innovation zu betreiben und Forschungs- und Entwicklungsprojekte umzusetzen. Das ist unsere Landesregierung. Diese Herrschaften entscheiden, was in Südtirol alles gemacht wird. Wir sind aber nicht nur gute Weinanbauer, sondern wir haben auch Geschichte von Pionieren, die Innovation betrieben haben. Max Valier hat das Raketenauto erfunden und hat bereits 1930 die 400-Stunden-Kilometer-Marke überschritten. Was wir natürlich nicht gerne sagen, ist, dass er im Auto dann gestorben ist. Maurizio Cacchia ist der nächste Pionier, er lebt noch. Er hat 1993 sehr fortschrittlich gedacht, er ist der Verwalter von der ICT-Abteilung, also Informatikabteilung, der Saat. Die Saat ist unser Unternehmen für den lokalen Nahverkehr, also die Busse.
und hat 1993 ein Problem lösen müssen, und das war das Monitoring der Fahrzeuge. Wenn ein Bus auf den Berg rauf fährt, dann kann, und er bleibt stecken, also er hat ein technisches Problem, dann muss man von der Ferne aus überprüfen, was gab es da für Probleme, weil man kann nicht alle Ersatzteile auf den Berg raufschleppen, um einfach mal zu überprüfen, was das Problem war. Also wollte er ein Monitoring-System, das hat es 1993 noch nicht gegeben als fixes, fertiges Paket, hat zufällig über Newsgroups dann eine Antwort bekommen von einem Herrn, der hieß Linus Torvalds, und der hat ihm gesagt, ach, ich könnte ja in meinem Projekt Linux einen Driver für deine Sensoren implementieren mit deinem Kollegen und so weiter. Und so hat Maurizio Cattia das gesamte System, auch die Verwaltung, auf GNU Linux migriert. Und damals hat er als Verwaltungssoftware, als Office-Software LaTeX eingeführt. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Ja? Da hat es eine erste große Migrationshürde gegeben, wenn die Sekretärinnen und die das Verwaltungspersonal von der SAAT, von LaTeX, zu OpenOffice migrieren mussten. Die haben sich gewehrt. Das wollten sie nicht. Das ist, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Gut. Wichtig war dann 1997, wir haben eine Gewerbeoberschule, eine technische Schule, wo auch Informatiker, auch so Programmierer ausgebildet werden. Da ist Karl Lunger, der hat einen Preis bei uns gewonnen, weil er bereits 1997 die gesamte IT für die Didaktik in dieser Schule, die technische Didaktik, auf GNU Linux umgestellt hat. Das hat natürlich Berufsbilder, also Kompetenzen in Südtirol ausgebildet, die dann später in unterschiedlichen Organisationen, auch Communities, die Linux User Group Bozen wurde 2001 von Max Valier Abgänger gegründet. Das war sehr wichtig, weil es endlich eine kritische Masse gab von Leuten, die sich mit diesen Systemen auskannten und dann auch den Entscheidungsträgern bestimmte Vor- und Nachteile erklären konnten. Sehr wichtig war für uns auch die sofortige Vernetzung mit der Free Software Foundation Europe, um nicht nur Bozen zu sehen, sondern Europa und mit den Sister Organizations die ganze Welt. Das war sehr wichtig, weil wir über diese Kanäle dann immer frische Informationen bekommen haben, über was eigentlich läuft. 2002 hat dann dieser Herr Hugo Leiter, der IT-Verantwortliche von Gemeindenverband, alle Gemeinden, also 116 Gemeinden in Südtirol, auf GNU Linux migriert, also das Serversystem von Novell Netware auf GNU Linux migriert, und hat gleichzeitig eine Einführung von OpenOffice begonnen. Heute ist die Einführung auf LibreOffice. Wir haben circa die Hälfte der Gemeinden, die heute voll mit LibreOffice arbeiten. Hier haben wir drei unterschiedliche Gruppen. Wir haben die erste Gruppe, die 2002 gestartet ist oder musste. Wir haben hier sehr viel gelernt, was Change Management anbelangt. Der Gemeindenverband ist rausgegangen zu ein, zwei Gemeinden, hat Microsoft Office deinstalliert, OpenOffice installiert, ohne nichts zu sagen, ist ja dasselbe. Diese Gemeinden werden niemals auf LibreOffice umsteigen, die sind verbrannte Kinder. Dann haben wir eine zweite Gruppe, die hat man dann eingeführt. So langsam hat auch das Personal für die Schulung und für den Support zur Verfügung gestellt. Und diese Gruppe hat sich aufgesplittet in einer, die komplett LibreOffice einsetzt mit ODF als Filesystem, als Dokumentenformat. Und die zweite Gruppe, die LibreOffice einsetzt, aber darunter weiterhin das Format von Microsoft Office benutzt. Deshalb, das war sehr, sehr wichtig für uns, um zu verstehen, eine Migration bedeutet Change Management, bedeutet
User involvieren, und das hat sicherlich München auch gezeigt, dass das sehr wichtig und sehr gut funktioniert dann. Für uns sehr wichtig 2003, die ersten Startups, die ersten Unternehmen, die mit freier Software endlich Geld verdienen wollten. Endian sicherlich die erste und eine der wichtigen Startups, die produzieren Appliances, so Firewalls, Security Appliances, und haben mittlerweile von den USA bis Japan ein Vertriebsnetz und sind sehr erfolgreich. Und das ist für Südtirol natürlich eines der wichtigsten Outcome, wenn man auf freie Software setzt. Auch wir hatten ein politisches Backing. 2005 haben die Landesrätin für Innovation und der Landesrat für Informationstechnik damals, jetzt sind beide im italienischen Parlament, haben den Aktionsplan eSüdtirol verabschiedet und einen Schwerpunkt auf freie Software und freie und offene Datenformate gesetzt. Das hat natürlich auch bei uns eine Reaktionswelle ausgelöst, und zwar die Landesverwaltung hat ihre 7000 Arbeitsstationen, hat auf ihre 7000 Arbeitsstationen Open Office installiert, bereits 2005. Das Problem, es wurden nicht die Maßnahmen getroffen, um den Mitarbeitern der Landesverwaltung zu erklären, was das Open Office ist. Es war ja parallel zu Microsoft Office, und immer noch heute haben wir die Problematik, dass wenn jemand ODF-Dokumente der Landesverwaltung schickt, dann muss die Landesverwaltung ihm, dem Bürger mit ODF antworten, das muss es, aber das Personal in der Landesverwaltung weiß das oft nicht und kann nicht mit dem Instrument Open Office umgehen. Das ist die Situation, die wir heute haben. Also wir haben zwar die Technologie installiert, aber wir haben nicht die Kultur geschaffen, um mit dieser Technologie umzugehen. Und das ist der nächste Schritt, den wir sicherlich angehen wollen. Dieser Herr ist Paolo Zilotti, ist jetzt pensioniert, hat für die fürs italienische Schulamt gearbeitet und hat 2005 über der Sommerpause, wir haben ja in Südtirol eine längere Sommerpause als in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, mehrere Monate, hat Paolo Zilotti mit seinem Team 3500 Arbeitsstationen in einen Rutsch auf eine Debian-Variante, die sie selbst ausgearbeitet haben, migriert. Im Herbst gab es nur mehr Debian, also das FUS, Free Upgrade South Tyrolean Schools in den Schulen, und dann ist man Kompromisse eingegangen in bestimmten Klassen, in bestimmten Labors, wo man AutoCAD oder andere Software benötigt, die nicht unter Debian läuft, hat man Dual Boot eingeführt. Aber das Standardsystem seit 2005 in den italienischen Schulen ist GNU Linux, heute Ubuntu. Das ist sehr interessant, weil wir jetzt junge Leute haben, die kommen aus der Schule und die kennen eigentlich schon freie Software, die kennen mehrere Systeme gleichzeitig, und diese Pluralität ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Das ist unsere erste Verbindung mit der Schweiz. Wir haben ein Interreg, EU-finanziertes Projekt mit dem Kanton Tessin, mit der Università della Svizzera Italiana durchgeführt. Das Projekt hieß COCOS und war ein Observatorium, um zu überprüfen, welche Kompetenzen haben wir in Südtirol und welche Kompetenzen gibt es auch im Kanton Tessin im Bereich freie Software, und bringt freie Software, Open Source irgendwas der Wirtschaft. Auf Südtiroler Seite haben wir die Ergebnisse sehr gerne genutzt und haben, unser Hauptoutput war das Free Software Center South Tyrol, das wir 2007 eingerichtet haben im TIS als eine Art Wissenslabor, eine Anlaufstelle für alle Unternehmen, aber auch für die öffentliche Verwaltungen, die über Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit freier Software sich informieren wollten.
2011, vor zwei Jahren, ist das dann gewachsen, haben wir im TIS entschieden, dadurch, dass wir hatten auch einen IT-Cluster, das kennt ihr wahrscheinlich, so Firmencluster, Firmengruppen, einen IT-Cluster. Und beim IT-Cluster hatten wir ein Phänomen gesehen. Es gab Unternehmen, die haben nicht gerne kooperiert, und es gab kleinere Unternehmen, andere Unternehmen, nicht nur kleine, aber eine kleine Gruppe am Anfang, die dann gewachsen ist, von Unternehmen, die sehr gerne und sehr wohl zusammengearbeitet haben und gemeinsam Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchgeführt haben. Wir haben das analysiert und haben gesehen, dass es IT-Unternehmen gibt, die sind eigentlich nur Importeure von Blackbox. Die kaufen Blackboxes vom Ausland ein und verkaufen diese. Meistens die Blackboxes sind proprietäre Software, wo sie nichts Technisches beitragen können, und deshalb haben sie auch meistens sehr wenig technisches Know-how im Unternehmen. Die zweite Gruppe, die sehr stark kooperiert hat, die kannte die Prinzipien von freier Software und haben in freier Software einen den Vorteil gesehen, dass es ein sehr klares Regelwerk gibt, was Intellectual Property anbelangt. Also ich habe Lizenzen, die sehr einfach zu verstehen sind und die Kooperation beflügeln, sagen wir. Deshalb haben wir entschieden, dass wir unsere gesamte Abteilung, die sich um ICT-Projekte kümmert, umbenennen und jetzt Free Software and Open Technologies benennen, um genau diese Möglichkeiten aufzuzeigen, die freie Software bietet in der Kooperation. Wir haben außerdem auch eine zweite Gruppe von Ingenieuren dazugenommen, die sich um Intelligent Transport Systems kümmern, also Smart Mobility. Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns im Moment in Südtirol. Gesundheitswesen, dieser Herr Alessandro Sani ist verantwortlich für die ICT-Abteilung des Sanitätsbetriebes in Bozen und ist gerade dabei, ist über 50% im Moment, seine 5000 Clients auf LibreOffice zu migrieren. Also wie ihr seht, wir haben sehr viele Migrationen, sehr viele Projekte, die parallel laufen. Zu unserer Arbeit mit den Unternehmen, was ich sehr wichtig finde, ist, das ist circa das Schema, wie wir unsere Arbeit sehen. Normalerweise in unseren Forschungs- und Entwicklungsprojekten starten wir von Daten, das sind GIS-Daten oder Multimedia-Daten, statistisch irgendwelche Art von Daten, Services, E-Government-Services und so weiter. Sehr wichtig für uns ist, und das ist in der EU jetzt ja auch immer einfacher geworden, über Open Data und Open Standards zu sprechen, also dass wir dieses Potenzial an Daten, an Informationen, die ja öffentliche Verwaltungen meistens schon haben, freigibt und darauf aufbauend dann Wissenschaft, indem man Forschungs- und Entwicklungsprojekte macht, zum Beispiel das FreeGIS.net, das ist ein Interreg-Projekt mit dem Kanton Graubünden, wo wir eben freie Software schaffen, um geografische Informationssysteme laut Open Data zu implementieren. Dieses Wissen wird in unseren Projekten aufbearbeitet, um dann verschiedene Sektoren unserer Wirtschaft anzugehen und zu beflügeln, um zu einem Smart South Tyrol zu kommen und dann dieses Wissen über verschiedenen Maßnahmen weiterzugeben, zum Beispiel unsere Konferenz. Wir haben jedes Jahr eine Konferenz zu freier Software, die South Tyrol Free Software Konferenz, wird heuer am 15. November stattfinden. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere Zeit findet, vorbeizukommen. Und der Next Step in Südtirol ist jetzt ein neuer runder Tisch. Wir haben einen runden Tisch einberufen, wo wir alle Akteure der öffentlichen Verwaltung, also Gemeindenverband, Sanität, Provinz und so weiter, zusammenbringen, um aus einzelnen Erfahrungen jetzt ein synergisches Projekt zu starten und voranzutreiben, um ein freies Südtirol zu erreichen. Gut.
das zu meinem Vortrag und würde mich freuen, wenn es ein paar Fragen gibt. Vielen Dank für den spannenden Vortrag, einen ersten Einblick so in dieses Innovationsnetzwerk. Gibt es gerade Fragen von Ihrer Seite? Sonst meine Frage wäre ein bisschen in diese Richtung, wie finanziert ihr euch jetzt dieses Free Software Open Technologies Zentrum? Seid ihr da quasi von der öffentlichen Verwaltung finanziert oder von wem? Wie funktioniert ihr da das ganz konkret? Also dies ist eine Einrichtung, die gehört dem Land Südtirol hauptsächlich. Wir haben eine bestimmte Sockelfinanzierung, um bestimmte Dienstleistungen auszuführen, und das ist das Networking. Also dass wir runde Tische mit Unternehmen, also dass wir IT-Cluster anbieten, dass ein Unternehmen zu uns kommen kann, um sich zu informieren, wie kann man Forschungs- und Entwicklungsprojekte grundsätzlich angehen. Diese Informationstätigkeit wird über die Basisfinanzierung finanziert. Der Rest, alles was wir über die Basisfinanzierung hinaus machen wollen, wird hauptsächlich über Forschungs- und Entwicklungsprojekte dann umgesetzt. Also wir haben als Free Software and Open Technologies wenn wir jetzt genau schauen, das ist nur unsere Tätigkeit, ein Budget von 1 Million Euro, und wir haben eine Sockelfinanzierung von 36%. Und das heißt mit anderen Worten, also ihr seid eigentlich die Wirtschaftsförderung finanziert? Oder? Genau, ja, das gesamte DIS gehört zum Assessorat für Innovation, Forschung und Entwicklung, und dadurch, dass das Assessorat Forschung und Entwicklung ein Budget zur Verfügung hat, um der Wirtschaft um Projekte der Wirtschaft zu finanzieren, hat es auch eine Einrichtung geschaffen, die den Unternehmen dabei eine Unterstützung bietet, diese Ressourcen auch zu nutzen. Wie gesagt, wir haben viele Mikrounternehmen in Südtirol, die alleine nicht in der Lage wären, Forschungs- und Entwicklungsprojekte umzusetzen, und wir schaffen den Kontext, dass sie Partner finden, dass sie die Ideen mit anderen gemeinsam vorantreiben. Okay. Gibt es weitere Fragen zum Thema? Also ich hätte eine Frage. Ich habe jetzt ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass die Fachapplikationen bei Ihnen nicht so das Problem sind, aber dass die Kampflinie eher bei Office ist. Stimmt dieser Eindruck? Also bei der Einführung von LibreOffice oder OpenOffice ist natürlich diese Abhängigkeit von Fachapplikationen ein großes Thema. Wir sind jetzt gerade dabei, eine Entscheidung zu treffen, ob die Landesverwaltung von Südtirol will aufs neue Microsoft Office migrieren oder ob es will komplett auf LibreOffice jetzt umsteigen. Wahrscheinlich, also das ist noch nicht offiziell, werden wir auf LibreOffice gehen. Bis auf 500 Arbeitsplätze, wo wir im Moment nicht die direkte Migration von LibreOffice machen können, weil es eben Fachanwendungen gibt, die eine große Abhängigkeit haben von Microsoft Office. Was dort sehr interessant ist zu sehen, ist, dass die Anwendungen, die die öffentliche Verwaltung, die die Landesverwaltung selbst realisiert hat oder im Auftrag gegeben hat, aber selbst ein Know-how hat, da haben wir wenig Probleme. Die großen Probleme sind bei proprietären Anwendungen, die angekauft wurden, die von einzelnen Abteilungen im Selbstalleingang angekauft wurden. Dort haben wir die großen Probleme, weil diese proprietären Anwendungen von anderen proprietären Anwendungen dann abhängig werden. Und das müsste man eben bei der Ausschreibung schon richtig berücksichtigen, so wie das jetzt München macht,
und sagt, Kriterium Nummer 1, Kompatibilität mit Linux. Und dann ist die Wirtschaft auch bereit, sich anzupassen. Aber wenn einmal schon angekauft worden ist, dann ist es natürlich eine Investition. Sie haben die Mehrsprachigkeit am Anfang Ihrer Region gut dargestellt, in der Schweiz ja auch. Wie sieht es mit der Software aus bei Ihnen, also mit der Office-Version? Ist es jetzt Deutsch und Italienisch oder wie verfahren Sie jetzt da? Es gibt bei uns unterschiedliche Arbeitsplätze. Das ist einmal die Systemsprache, aber natürlich, was die Dokumente anbelangt, es gibt alle unsere Dokumente haben einen, ich würde es fast Bug nennen. Bei uns, ich weiß nicht, ist das nur bei uns in Südtirol so, aber Microsoft Office, Word, User tendieren dabei, sehr schnell eine Tabelle einzufügen. Bei uns wird die Tabelle eingefügt, um zwei Spalten zu haben, Deutsch, Italienisch oder Italienisch, Ladinisch und so weiter. Und diese Tabellen haben bis vor kurzem, ich habe heute gehört, dass es hier Verbesserungen gibt, Probleme gegeben. Das war eines der größten Herausforderungen, dass Dokumente, die mit einer Office-Version realisiert wurden, dann in einer anderen Office-Version oder LibreOffice-Version Schwierigkeiten gehen. Wie sieht es mit der Oberfläche aus, mit dem GUI aus? Ist es jetzt Deutsch und Italienisch oder nur Deutsch? Das hängt vom User ab. Das kann der User wählen. Ja. Also Sie haben da ja, die Mehrsprachigkeit, verfolgen Sie konsequent auch in der Software? Ja. In den meisten Fällen schon. Dann hängt es immer von der Verwaltung ab. Sie bieten beides an. Ja. Sehr gut. Ja. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit Europa? Sie als europäischer Staat erleben Sie immer, dass Brüssel irgendwie mehr bestimmt, dass Brüssel irgendwie mehr Applikationen bringt, sei es bei Interpol, bei anderen Sachen. Haben Sie da Probleme, dass Brüssel sagt, nein, wir fahren nur mit dieser Linie, interessiert uns nicht, dass Sie diese innovative Linie fahren? Oder findet man da Lösungen in Brüssel? Das ist sehr interessant, weil eigentlich Brüssel in Richtung Open Data Formats geht und Richtlinien hat. Diese werden dann aber nicht konsequent eingehalten. Das ist natürlich ein Problem. Ich habe manchmal User, die mir sagen, ja, ich kann nicht, ich muss Gelder anfragen von Brüssel und um Gelder anzufragen, muss ich jetzt eine DocX-Datei ausfüllen, mit Tabellen natürlich. Ne? Und das ist schwierig, wenn ich dann mit den Stellen in Brüssel spreche, die sagen mir, ja, sag mir welches Formular, weil eigentlich sollte es nicht so sein. Ne? Also da gibt es noch, Brüssel hat einen Wille, aber der Wille ist noch nicht konsequent umgesetzt, das ist unser Eindruck. Auf der anderen Seite wir können nicht nur schimpfen, denn wir haben das ja im Kleinen auch in Südtirol. Wir haben die Schulen, die italienischen Schulen, die sind komplett auf freier Software umgestellt, aber die Verwaltung ist noch nicht umgestellt auf LibreOffice. Und da gibt es schon innerhalb von den Schulämtern, wobei das Schulamt selbst die Umstellung gemacht hat, Kommunikationsschwierigkeiten. Und das wollen wir jetzt mit diesem runden Tisch auch lösen, dass wir Priorität Nummer 1 offene Formate einführen, dass die Kommunikation unabhängig von der Software funktioniert, aber trotzdem Priorität 2, langfristig auch eine Plattform schaffen auf freier Software, weil wir gesehen haben, dass nur dadurch können wir den IT-Markt auch für unsere lokalen Unternehmen öffnen. Das große Problem ist, dass 50% des IT-Markts kommt von der öffentlichen Hand. Aber 50% des IT-Markts wird nicht von unseren lokalen IT-Unternehmen genutzt, weil die Verwaltung oft leider proprietäre Software importiert hat, Blackboxes importiert hat. Und heute möchten wir das ändern. Wir möchten ein Ökosystem schaffen, das offen ist, wo jeder lernen kann und wo auch der Unternehmer in Bozen oder in Meran dann dort seine Kompetenzen auch anbieten kann. Das ist auch eine strategische Überlegung, wie ich jetzt ein offenes System für Innovation schaffe.